Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt das Toti-Mittelfeld raus. Heute sind die Mittelfeldspieler am Start und ich kann euch sagen, ich hatte euch ja gestern das Stream-Highlights-Video verlinkt, wo ich ausgerechnet habe, welche Spieler Free-to-Play sind. Wenn ihr euch keinen Stürmer holen wollt, könnt ihr euch auch einen Mittelfeldspieler holen. Ihr bekommt nämlich auch einen Mittelfeldspieler Free-to-Play, weil man braucht für die Mittelfeldspieler ja keine 200 Punkte und man braucht für die Abwehrspieler auch keine 200 Punkte, weil für Ronaldo und für Lewandowski brauchte man ja 200 Stück. Beim Mittelfeld werden wir heute natürlich auch wieder ein bisschen ausrasten und ich bin jetzt gleich live. Bei mir ist noch kein Mittelfeld draußen, weil ich ja die 20 Uhr Folge logischerweise immer vor 20 Uhr aufnehme, das ist klar. Auch wenn es hier gerade eine Premierenfolge ist, Jungs. Deswegen Grüße gehen raus an alle, die jetzt gerade bei der Premierenfolge hier zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr jetzt gleich dann live dabei sein werdet im Livestream. Wir werden uns die Mittelfeldspieler anschauen, wir werden uns ein paar Mittelfeldspieler holen. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstanden habe bei den Angreifern, hier bei FIFA Renders gibt es Heung-min Son als Meisterspieler. Es gibt auch noch andere Spieler, die hier gar nicht zu bekommen sind. Also mir fehlt jetzt sowieso nur noch ein Spieler, das ist Josolu. Und den werde ich mir, denke ich mal, auch gar nicht holen, weil ich möchte meine Energiepunkte jetzt eigentlich nicht ausgeben. Ja, aber selbst wenn ich jetzt ein Spiel mache, macht es gar keinen Sinn. Weil ich spiele ja dann gar keine Angriffs-Skill-Spiele mehr, sondern ich gebe meine ganzen Punkte dann fürs Mittelfeld und für die Abwehr aus, weil ich ja hier schon... ich habe ja hier schon alles. Wenn ihr den ersten Livestream übrigens verpasst habt, da ist heute das Best-of quasi online gegangen mit den ganzen Packs etc., die ich geöffnet habe, könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Gerne nach dem Livestream oder morgen früh, wenn ihr Homeschooling habt oder so, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder auch unten in den Kommentaren, pinne ich euch das Video mal an. So wird ein Schuh draus. Let's go. Ansonsten freue ich mich hier schon auf das ultimative Totti. Guckt mal an, ich habe schon derzeit 640 Tauschdinger. Das heißt, ich kriege ja jetzt schon, warte mal, 70 Dings zahle ich dafür. Also ich kann mir jetzt schon mindestens einen ultimativen Spieler holen. Und das machen wir natürlich, das machen wir am Samstag wahrscheinlich mit. Weil am Freitag bin ich ja nochmal live zu den Verteidigern. Am Freitag kommt erst das ultimative Totti. Und am Freitag, wenn ich dann halt streame, Freitagabend wird es so sein, dass ich da auch ein bisschen später online bin. Ich kann Freitag leider nicht direkt um 20.15 online kommen, sondern erst um 20.30, 21 Uhr. Also Freitag wird es etwas später und höchstwahrscheinlich gibt es dann am Sonntag den langen Stream, den 12-Stunden-Livestream. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Essen mache. Weil wenn ich am Sonntag 11 Uhr werde ich starten und dann streame ich ja halt bis abends und dann... Ja, wenn ich frühes frühstücke, mal gucken. Also ich weiß nicht, was ich mir zum Essen mache. Vielleicht, aber wenn ich mir... Ja, ich muss mal gucken, Jungs. Ich weiß es noch nicht. Aber Sonntag auf jeden Fall der 12-Stunden-Livestream. Ich habe auch überlegt, ob ich 2 Sechser mache. Ob ich Sonntag 6 Stunden streame und dann Montag 6 Stunden streame. Aber ihr wollt wahrscheinlich eher einen kompletten 12er, oder? Oder macht das mehr Sinn, dass einmal... Oder wir machen 2 lange Streams? Ich weiß es nicht, Jungs. Ich bin da echt... Derzeit hin und her gerissen, sage ich mal. Egal, machen wir mal weiter. Packs kann ich jetzt heute hier in der 20 Uhr Folge nicht mehr ziehen, weil es gibt halt nichts, was ich mir noch holen möchte. Ich habe schon alle 3, Lewandowski, Mbappé, Ronaldo habe ich mir schon geholt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir locker flockig rein und Samstag, große Ankündigung, Samstag die 20 Uhr Folge, Jungs. Samstag 20 Uhr Folge. Wird es das riesen XX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 L Team-Upgrade geben? Mit 250 Millionen oder vielleicht 300 Millionen? Oder müssen wir mal gucken, je nachdem wie viel wir heute noch bekommen. Also heute im Mittelfeld Livestream und Freitag dann im Verteidigungs-Livestream. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall brutal, Jungs. Ich sag's euch, das wird auf jeden Fall brutal. Brutal wild. Für den langen Livestream am Sonntag, ich sage jetzt mal nicht, ob ich 12 Stunden streame, vielleicht streame ich auch ein bisschen weniger, müssen wir mal gucken. Habe ich auf jeden Fall auch Among Us geplant, dass wir ein paar Runden Among Us spielen. Dann wird mein Handy wahrscheinlich auch leer gehen, es sei denn,
Jawohl, wann ging mein Handy? Ich glaube nach 4 Stunden. Ich glaube 4 Stunden kann ich ungefähr streamen mit dem Handy und dann muss ich was anderes machen. Und in der Zeit werde ich dann die Weekend League spielen auf der Konsole. Das könnt ihr euch, darauf könnt ihr euch auch drauf einstellen, 3:0. Der erste Gegner ist jetzt, ja, es wurde ja sowieso zurückgesetzt und heute Abend kommt ja auch der neue Star Pass. Und heute ist so viel, ich glaube das neue Team der Woche kommt ja auch raus. Neues Team der Woche, Star Pass und die Totti Mittelfeldspieler. Das wird heftig, Mann. Also jetzt direkt, gleich im Anschluss. 6:1, komm Luis Figo, mach ihn, hau ihn rein. Matheus Cunha, 7:1. Die heutige 2-Folge wird auch etwas kürzer sein. Ich mache jetzt nach diesem Spiel noch ein neues Angriffsspiel und dann sehen wir uns auch schon live. Weil wir da live natürlich dann mehr zu tun haben, ne? Das ist klar. Ronaldinho, komm. Ronaldinho Gaucho, absolut geiler Mann. Sehr geil, also mega, dass ich mir den direkt am Anfang geholt habe. Aber die Karte ist wirklich, ja, heftig. Ich finde sogar, finde ich sogar besser als Ronaldo. It's no joke. Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Jamie Vardy, Vardy. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Playoffs im Month-Turnier, ne? Wenn ich am Samstag dann das riesen Team-Upgrade mache, habe ich sicherlich, keine Ahnung, 100... Vielleicht komme ich auf 130, Leute, auf 130, auf eine 130er Gesamtbewertung. Das wäre heftig, Mann. Das wäre wirklich heftig. So, ach hier, die Totti-Quest muss ich auch noch machen, stimmt. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse jetzt hier nach diesem Versus-Angriffsspiel, dass ich da nochmal reinschnücker, weil die Totti-Quests sind wichtig für den Totti-Star-Pass. Auch wenn ihr euch den Star-Pass nicht holt für 200 FIFA-Points. Ja, ich sag mal so, 200 FIFA-Points ist jetzt nicht so viel. Das kann man schon mal machen aus meiner Sicht. Und dann kriegt man halt, ja, deutlich mehr, er heißt einfach Fortnite, kriegt man deutlich mehr Mittelfeldspielerpunkte, Abwehrpunkte, Stürmerpunkte etc. Den Premium-Pass, da sehe ich ein, der ist schon etwas teurer, den müsstet ihr euch jetzt nicht holen. Aber selbst der normale Pass, also die oberste Reihe bei dem Totti-Pass, die reicht ja auch aus, um einen Team des Jahres-Spieler Free-to-Play zu bekommen. Also ihr müsst euch da aussuchen, wen ihr am meisten wollt, ne? Ronaldo, Lewandowski oder ein Abwehrspieler, Neuer. Neuer im Tor wäre auch nicht verkehrt. Manuel Neuer. Und für Manuel Neuer braucht man ja auch nicht 200 dieser ultimativen Pünktchen. Und der Gegner hat abgebrochen. Ja, Moinski. Easy peasy, lemon cheesy. Ja, das haben wir auf jeden Fall gewonnen, Jungs. Dieses Spiel kann ich ja dann hier ja nicht mehr verlieren, wenn der Gegner gar nicht spielt. Ist das ein Sieg, Jungs? Das ist die Faust in der Facecam. Ich würde sagen, dann ja, werde ich hier an dieser Stelle die Folge beenden. Wir sehen uns jetzt live wieder. Live und in Farbe. Ja, zum FIFA Mobile Totti Mittelfeld Livestream. Ich freue mich auf euch. Das wird eine Eskalation vom Allerfeinsten. Bis gleich, Jungs. Ich bin jetzt live. Und ja, bis gleich. Haut rein und tschüss.